Und ab jetzt wird aufgezeichnet. Wow. Vor allem, ihr steht da und traut euch gar nicht nach vorne zu gehen. Du hast die lustige Erklärung nicht aufgezeichnet, wo wir erklärt haben, welche Buttons wir nicht kennen. Ja, nee, das habe ich noch nicht aufgezeichnet. Was machst du denn da, Lela? Alles klar? Alles klar? Ja, ich habe nur geguckt, ob das auch stimmt. Es stimmt. Du gehst hier ganz langsam nach vorne. Das sieht so lustig aus. Okay, also. Das ist die, die lustige Mädelsrunde. Oder sagen wir erstmal so, hallo, falls ich das aussenden sollte, das hier ist Mo von VR. Mein Name ist Mo Tensen und ich habe Borat Neko, Leila und die Nessie dabei. Und ja, genau, wir sind eine Mädelsrunde. Also, naja, in meinem Herzen bin ich auch ein Mädel. Shitty, sie haben Nessie erschossen. Oh, tut doch was, tut doch was. Ich mach dich wieder lebendig. Ich mach dich nicht lebendig, dann werde ich erschossen. Oh shit, helft mir, kommt zu mir und drückt X. Kommt zu mir und drückt X. Und zwar vorsichtig. Leila, schnell, sonst bin ich tot und kann euch nicht mehr helfen. Ja, sehr gut. Und geh weg, geh aus der Schusslinie. Bart Nicker hat es auch schon erwischt. Scheiße, Leute. Er schießt ihn. Ja, und jetzt kommt zu uns, ihr könnt mich noch beleben. Schnell. Bleibt in Deckung und. Nee, jetzt bin ich tot. Großartig. Okay. Alles okay. Ey, für den ersten Anlauf haben wir alles richtig gemacht. Ja, alle auf einen Punkt und uns erschießen lassen. Oh mein Gott. Die Gegner werden sich kaputt lachen, glaube ich. Okay, das war aber meine Schuld. Ich habe auch vollkommen gepennt. Also ich hab's nicht angesagt, aber wenn ihr jemanden seht, schießt ihn. Das hab ich nicht gesehen. Da stand einer auf der Kiste und die anderen haben echt, die haben sich drumherum geschlichen. Ja, Nessie stand vor mir und ich frag, wo er ist und sie sagt, ich habe immer, ich habe einen erschossen. Cool. Echt? Wie hast du das gemacht? Nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Also, ich habe nicht zu viel versprochen. Wir werden offensichtlich nicht gewinnen, aber sehr viel lachen. So, jetzt sind wir Verteidiger. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die rechte Taste neben dem hinteren Stick. Die Kreistaste? Ja, das dürfte. Also, ich habe jetzt gerade links versucht, das war es nicht. Links ist Nachladen. Jetzt muss ich mal rechts probieren, die nächste Runde. Gott. Oh mein Gott. Pass auf, wir sind jetzt Verteidiger, ne? Das heißt, wir müssen den Laptop verteidigen, falls ihr irgendwelche tollen. Ich nehme mal so einen Jammer mit, glaube ich. Wartet mal. Ja, mach den mega mächtigen Störsender. Genau. Ich nehme den mega mächtigen Störsender mit, wie es verlangt wird. Aber gleich fängt es an. Und ich habe ihn schon. Ach so. Und dann kann ich den irgendwo verstecken. Dann verlieren wir nicht ganz so schnell. Nein, die nächste Runde gewinnen wir nämlich. Jetzt sind wir im Vorteil, weil wir wissen, dass die anderen auf uns schießen. Das wussten wir vorher nicht. Das kam unerwartet. Ja, das kam unerwartet. Ich kann es gar nicht fassen. Die schießen. Diesmal müssen die ja zu uns kommen. Vor allen Dingen, also wenn man Verteidiger ist, lohnt sich das eigentlich auch sehr viel, Minen und sowas mitzunehmen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon habt. Im Loadout. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. So, das hier ist der Laptop. Ne? Seht ihr ihn, das blaue Ding? Den haben wir schon mal gesehen. Den müssen wir beschützen. So, und hier rechts sind Türen. Ich mach mal die Türen zu. Wir machen mal eine ganz merkwürdige Strategie, würde ich sagen. Campen? Ja, wir bleiben einfach hier und freuen uns. Machen wir die Tür zu. Genau, mit X. Fantastisch. So, dann muss einer muss so ein bisschen den Blick an der Treppe behalten. Ach, tatsächlich ist das Area hier extrem offen, Leute. Das ist, okay, wir werden alle sterben. Da gibt's keine Tür. Ja, gibt's keine Tür. Ich habe eine Granate. Achtung, wer Achtung. Wirft die Granaten? Oh. Ja, ich aus Versehen. Ich habe doch gesagt, ich weiß auch immer nicht, wie die Sachen passieren. So, ich habe jetzt diesen Piepser habe ich unter eine Bank getan und jetzt müssen wir einfach schauen, was läuft. Können die aus der Küche hier nicht aufkommen? Die können von überall kommen gerade, ja. Wir haben eins, zwei Türen unten. Ehrlich gesagt sind wir hier total auf einem Tablett. Beschissen. Wir müssen hier das weg. Das ist übrigens der rechte Button. Das Ducken, falls sich jemand gefragt hat. Ah ja, sehr toll. Ja. Ich hab's rausgekriegt. Leila, komm mal zu uns. Komm mal zu uns hier in die Küche, weil von oben können sie auch schießen und dann können sie dir direkt in den Rücken schießen. Ich würde vorschlagen. Was denn? Aua. Kommt da jemand oder was? Ja, da ist jemand. Und oh, da ist jemand. Oh, hinter dir. Scheiße, ich bin schon wieder erledigt, Leute. Ja, ich bin weg. Ihr seid alleine. Viel Spaß. Super.
Gott. Oh nein! Warte, warte, ich versuche euch mit der Kamera zu helfen. Ich sehe euch nicht, ich sehe euch nicht. Jetzt von oben, oben ist einer auf der Reling. Nein! Oh Gott, das geht echt schnell. Oh hallo, was haben die denn für... Ui, ich bin... Tot. Ja, tot. Ich hab dich aufgehoben. Ah, fuck, hinter dir. Nein. Oh, ich bin tot. Zwei. Oh, nein! Vor allem, ich bin immer der Erste, der stirbt. Oh mein Gott. Nein, vor uns bin ich als Erster gestorben. Super. Tja, das... wird immer besser. Ich sehe leider den blöden Raum, kann ich nur von oben sehen. Vielleicht halten wir auch irgendwann länger als genau, jetzt müssen sie meinen Jammer finden und dann können sie erst das Ding... War das eigentlich Ossi. Nur einer? Ösi. Heißt der Ösi. So, er hat den schon gefunden. Ich glaube, der hat mich vorhin schon erschossen. Ultra-Tagger. Die werden sich freuen, dass sie hier so eine Noob-Gruppe haben, gegen die sie spielen. Ich glaube, ich glaube, die sind total verwirrt, weil sowas haben die wahrscheinlich noch nicht erlebt. Dass sie alle innerhalb der ersten 10 Sekunden erschießen können. Das ist alles Strategie. Ja, ist aber auch ein bisschen blöd. Also die sind tatsächlich, also die wissen zumindest, was sie tun. Ne? Das merkt man schon gerade. Wir bräuchten eigentlich auch Leute, die nicht wissen, was sie tun. Wir müssen mal gucken. Also Ultra-Tacker, Ossi 1971, Sandro und Red Dead 80. Die haben ja brutale Namen, Leute. Gegen die können wir nicht antreten. Das sind die den ganzen Tag spielen, 8 Stunden. Ja, bestimmt. Na, da haben wir keine Chance. Wir haben eine Chance. Guck mal, die sind schon gegangen. So, die haben die Schnauze voll. Die sind denen zu noobig. Genau. Ja, ohne Scheiß. Also, das macht denen halt dann auch keinen Spaß. Aber es ist unsere Chance. Ich wollte nämlich gerade vorschlagen, das haben wir einmal gemacht, als wir gegen andere gespielt haben, wo wir keine Chance hatten. Da haben wir plötzlich aufgehört, gewinnen zu wollen. Und dann ging's. Und das klingt jetzt bescheuert, aber es war wirklich so. Wollten wir eigentlich gewinnen? Nein. Ja, wir wollten länger als 20 Sekunden überleben. Genau. Das haben wir schon mal nicht geschafft. Na gut. Na und so sonst, hä? Klamotten, alles cool, ja? Hat man nicht viel eingestellt. Ich hab's versucht. Hier, es kommen schon wieder Leute. Ich kann euch auch leider keine cleveren Tipps geben, weil ich eigentlich bin auch nicht besonders gut in dem Spiel bisher. Aber Layla hat schon mal irgendwie eine andere Waffe als ihr mit euren Basic-Setups. Ja, es wurde darüber gestritten, ob die 10er oder die 15er Waffe besser ist. Ich wollte eigentlich auf die 15er Waffe warten. Ihr müsst nämlich dran denken, ihr habt nur 3 Schuss, ne? Dann müsst ihr wieder drücken. Das ist kein Dauerfeuer, was ihr habt. Das habe ich am Anfang auch immer falsch gemacht. Ich weiß leider nicht. Ab irgendeinem Level gibt es irgendwelche Waffen. Darum sterb ich ständig. 10 und 15. Ja. Du musst immer so einen Puls geben, so brr, brr, brr. Das habe ich nämlich am Anfang auch gemacht. Ich halte immer nur den Trigger halt drauf und dann passiert halt nichts mehr nach 3 Schuss und die Leute erschießen einen dann. Das ist unangenehm. Also semi-automatisch ist eigentlich hübscher als Vollautomatik. Hm, schon klar. Und will gar keiner was zu meinem Halsband sagen? Ja, das ist super schön. Ja, danke. Sehr, ach, das sagst du doch nur so. So, geht los, Leute. Charakter, den habe ich noch gar nicht. Nee, der wird erst irgendwann freigeschaltet. Ich glaube aber tatsächlich ab 15 oder so. Was kann der? Schnelllau. Nee, warte. Ach so, nee, der hat eine gute Eigenschaft. Der löst keine Minen aus. Ja? Ich bin nämlich oft an Minen gestorben und die junge Dame geht an Minen vorbei und die lösen nicht aus. Und das heißt, ich kann immer in so einen Raum reingehen mit Minengefahr, da wo der Laptop steht und löst die nicht aus und kann dann gucken, ob alles sauber ist. Wenn bis dahin kommen würden, ja. Ja. Ich glaube, wir werden trotzdem legendär. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, irgendwann mal Level 15 zu erreichen. Ach nee, das war 21, der Jammer, oder? Nee, der muss schon vorher sein. Ich hab ihn ja. Gute Frage. Nee. Weiß nicht, welches Level du bist. Ich bin jetzt 24, aber ich hab den auch schon ein ganzes Weilchen. So, pass mal auf, wir sind Angreifer. Ich würde mal vorschlagen, wir bleiben vielleicht tatsächlich zusammen
und rennen wie die Bescheuerten nach rechts. Ja, ich habe einen Plan. Okay, mein Plan hat nicht funktioniert. Hier ist ja gar keine Tür. Wir sind okay. Alle hinter dir. Ja, ist cool. Komm mit. Wir werden alle sterben. Ich weiß das. Dass du eine gute Idee ist. Ah, oh, guck mal, hier steht schon der Erste. Nein, nein. Schnell, komm zu mir, beleb mich. Schnell, schnell, schnell. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ah, das gibt's doch echt nicht. Da stand wirklich schon der Erste. Wieso sind die denn so schnell? Ja, Achtung, Achtung. Ich mach mal die Tür wieder zu. Kann mich nicht mehr hochheben. Scheiße, wir sind ja voll im Arsch. Oh Gott. Pass mal auf. Das Problem ist, wir sind die Angreifer, ne? Kommt einer oder was? Weiß ich nicht, die Tür ging auf. Jetzt kommt einer. Da steht links einer von der Tür. Hab's gesehen. Achtung. Sehr gut. Achtung. Noch zwei haben wir schon eingetroffen. Noch eine Granate. Ja, da steht noch einer. Pass auf, wir rennen jetzt alle hinten raus und kommen von der anderen Seite. Was haltet ihr davon? Beziehungsweise, vielleicht bleibt ja, die kommen ja sicher auch auf die Idee, vielleicht bleibt ja einer mal da und macht ein bisschen Lärm und schießt mal ein bisschen raus oder so. Nee, ohne Quatsch. Naja. Ich hab Angst. Macht mal ein bisschen. Alle, ah, scheiße. Links, links. Lela, links, links. Oh. Fuck, der hat auch eine. Oh nein, alle. Nein, alle drei. Das gibt's doch nicht. Borit, schnell, schnell, schnell. Schnell. Schnell zu uns. Mach uns wieder lebendig. Schnell, Borit, bevor du weitermachst. Mach uns lebendig. Mach uns lebendig. Jetzt frag mich, welcher Knopf. Was ist das für eine Kuppel? Wie geil. Und schnell, schnell, die letzte. So cool. Ja, sehr geil. Jetzt noch super. Einer, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe den Überblick verloren. Oh mein Gott, Leute, wir haben eine Chance zu gewinnen. Eine reale Chance. Ist gar nicht so schlecht. Da vorne. Ich habe ein bisschen Angst. Ist der Laptop, genau. Pass mal. Wo ist der Laptop? Der steht hier vorne. Achtung, ich gehe hin und guck mal nach Min. Nee. Ich höre auch schon. Achtung, Min, geht weg da. Ja, ja, geht weg da. Pass mal auf. Sucht mal. Oh nein. Such mal nach Jammern. Fuck, da ist noch einer. Oh, scheiße. Tunok kommt von links, da an der Treppe. Versuch den mal zu erschießen. Leila. Links von dir ist Tunok. Bleib da versteckt. Kannst du ihn sehen? Ja. Da hinten. Wo ist er denn? Dann erschieß ihn. Er kommt jetzt, genau. Erschieß ihn. Ich griff nicht so weit. Ich kann leider nichts sehen. Fuck. Entschuldige mir. Wir haben noch genug Zeit. Macht ganz in Ruhe. Er muss. So, den Laptop kannst du nicht aktivieren, weil die Jammer noch aktiv sind. Alter, ich hab so viele Bomben. Oh, oh, schade, schade. Jetzt pass auf, wenn du da hinläufst. Geh hin und knall ihn ab. Mach ihn tot. Hält mich schnell hoch. Nein, nein, ich bin schon. Oh, hoch. Scheiße. Mach sie wieder lebendig. Du kannst das, du kannst das. Du kannst da hinter den Karton, Kiste, was auch immer das ist. Oh, sehr gut, sehr gut. Weg. Fantastisch. Weg, lauf weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir vertrauen dir. Du machst das. Du machst das. Ja, ich glaub's ja nicht. Wie geil. So, pass auf. Jetzt geh schnell zum Laptop. Jetzt hast du nicht viel Zeit. Nein, nicht zu dem Typen. Zum Laptop. Achso, ich muss. Ja, erschieß ihn. Also er. Nee, du kannst ihn verbluten lassen. Total egal. Nee, er kann nicht wieder lebendig werden alleine. So, geh zum Laptop und gucke nach den piependen Dingern. Genau, Leila, du musst jetzt die Jammer suchen. Es piept irgendwo hier in der Nähe. Und das sind so kleine Dinger mit Antenne. Die können nicht weit weg sein. 5 Meter Radius. Also du musst hier in der Nähe gucken. Eins ist an der Wand, oder? Ich habe hier an dem Pfeiler was gehört. Ja, Leila, komm zurück, komm zurück. Du bist ganz falsch. Komm bitte wieder hierher. Komm schnell. Der Pfeiler wurde. Nein, nein, nein. Kann sie uns hören? Leila? Ja, ich kann dich hören. Welche Pfeiler denn? 5 Meter um den Laptop herum. Mehr gibt's nicht. Guck mal, du musst oben rechts. Guck hier mal, bleiben. Über dir. Nein, zurück. Ah! Noch 10 Sekunden. Jetzt, geh mal in den Laptop. Geh zum Laptop. Ja, ja. Oh mein Gott. Ja, drück X. Schnell. Yeah. Wir haben gewonnen, Leute. Sau geil. Leila, super. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Wir haben wenig geschafft, das nicht, ja? Wir haben gewonnen. Fantastisch. Richtig geil. Wie ist das denn passiert? Frage mich auch. Aber es ist passiert. Nee, super. Total super. Puh. Yay. Nicht schlecht. Guck mal, jetzt haben wir richtig Punkte abgesandt. Leila hat 885 Experience bekommen. Und
Nico und Lela haben jeweils dreimal jemanden revived. Oh mein Gott, wir sind schon Trümmerkommando. Pass auf, jetzt sind wir Verteidiger. Was mache ich denn? Ich nehme mal lieber den Charakter, der ein bisschen kugelfester ist. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Den haben wir alle. Habt ihr alle? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Und dann nehme ich meine Ausrüstung. Ich mache andere Knarre eigentlich. Shit, das kann ich hier nicht verändern. Weil jetzt könnten wir auch, nee, ich mach's nicht. Wir könnten in der Theorie Minen legen, ne? Super. Also ihr habt ja, nee, ihr habt keine Minen, keiner hat Minen. Komisch. Aber man kann natürlich den Laptop, den wir verteidigen müssen, auch mit Minen zupflastern. Ich mach's jetzt trotzdem mal, auch wenn ich dann eine weakere Waffe habe. Ich nehme zwei Minen mit. Und dann kann man Minen in der Nähe hinlegen, wenn dann unerfahrene Spieler kommen, dann explodieren sie beim Versuch, den Laptop zu entschärfen. Aber jetzt so nach einem Monat ist es schwierig, noch unerfahrene Spieler zu treffen. Ja. Mine ist Level 16, Annäherungsmine. Okay. Und C4 ist Level 32. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Das vielleicht auch nicht. Naja, aber ihr könnt euch ja ein fertiges, das Support-Setup bei der Ausrüstung, das hat eine Mine mit drin. Sonst holt euch das einfach. Das könnt ihr euch ja so auswählen. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß gar nicht, was das hier für eine Waffe ist. Wenn du auf Ausrüstung gehst und anstatt Assault das Support nimmst, da ist eine Haftmine. Also zwei hast du dann. Oh, geht los, geht los. Was ist denn das andere? Mach schnell. In 8 Sekunden geht's los. 7, 6. Hab ich das jetzt? 5. Ich weiß gar nicht mal, wie ich die Mine lege. Ja. Das finden wir raus. Mach dir keine Gedanken. Ich glaube, mit dem vorderen, größeren Trickern. Haben wir jetzt alle Minen? Nee, ich hab die genommen, ja. Die machen wir ich fertig. Ich hab keine Mine. Dann verzieh keine Mine. Genau. Ein letzte Minute-Ding. Finde ich gut. Und ab jetzt, das war der Anfang unserer Glückssträhne. Natürlich. Wir haben erstmal so getan, als hätten wir es nicht drauf und jetzt knallen wir alle ab. Ja, sehr gut, sehr gut. Sag mal, Nessie, wie viele T-Shirts hattest du dir eigentlich selber gemacht mit dem Mofan-Logo? Für mich selber eins. Okay. Und dann hatten wir, ich glaube, hier Affe wollte zwei, der hat ein weißes und ein schwarzes. Und sonst halt für jeden einen, glaube ich. Okay, pass auf, also die Granaten legt ihr mit dem oberen der beiden Tasten, glaube ich. Ich muss es ausprobieren, ich weiß es leider die auch nicht. Die Mine kann ich oben legen, ja. Ja. Gut, mit dem oberen, also die Mine meine ich natürlich. Cool, nicht, schau, ich kann zustechen. Soll ich die mal hierher legen? Bringt mir das was? Die Firewall-Zugangspunkt-Koordinaten kann ich die da an den Laptop irgendwie? Haben sie identifiziert und bewegen sich auf sie zu. Oh oh. Die bewegen sich auf uns zu. Ja, ich krieg die blöde Mine nicht abgelegt, ich Idiot. Okay, die sind sehr schnell. Leg die Minen weg und dann müssen wir uns verstecken. Sorry, ich habe ja auch ewig rumgefummelt gerade. Ah, ich habe das so lange nicht gemacht. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen in Deckung gehen. Jetzt kommen die nämlich. Wir haben diesen Punkt, seid ihr irgendwo? Überwacht, die Treppe. Da, wo du stehst. Du musst da runter gucken. Ja, ja, deswegen. Ich guck mal hier über die Ecke. Da habe ich einen guten Einblick in die ganze Schneise. Hier ist keiner. Weil ich jetzt meine Waffe hab. Beziehungsweise. Und doch, da ist laufen. Einer. Oder? Nee. Das ist nur eine Tonne. Entschuldigung. Nessie, was machst du für komische Sachen? Ja, meine Waffe hat gerade ein bisschen rumgesponnen, aber es geht. Schießt ihr gerade? Ich habe ihn geschossen. Und unter dir rechts die Tür. Da war einer. Echt jetzt? Ja. Sag mal, wenn da die einer kommen ist. Hier. Sag mal die Anzahl ruhig. Oh nein, Mann. Was denn, was denn? Also unten müssen, ja, die, unten sind zwei. Ich komm zu dir. Pass auf, der kommt gleich die Treppe hoch. Zwei. Oh, scheiße, mich haben sie auch erwischt. Schieß, schieß, schieß. Schieß erstmal. Genau. Nein, nein, oh, nein. Fuck. Ich hab auch noch gehabt. Guck mal, Lela ist schon wieder die Letzte. Lela ist voll der Hero. Achtung, Lela, Granate. Geh weg da. Nein, nein, ich hab tot. Okay, wir sind alle tot. So, dann gucken wir mal, ob die explodieren. Ich glaube, die sind aber auch gut am Start hier schon wieder, ne? Verteidigen ist nicht so unser Ding. Nee. Was für eine Erbärmlich. Erbärmlich. Da haben die Minen viel gebracht.
Wir könnten übrigens ein bisschen tricksen. Also als Angreifer braucht man ja eigentlich nicht unbedingt Minen, aber wenn man zum Beispiel Minen in einen engen Gang so zwei hintereinander legt, so im Abstand von 3 Metern oder so, hat man eine gute Chance, dass man zufällig jemanden erwischt. Aber dafür hat man dann keine Handgranaten mehr oder so. Ne? Also. Ist aber besser, wenn wir auf jeden Fall noch einen Jammer haben und bei Verleiden. Na, als Angreifer brauchen wir keinen Jammer. Ja, verteidigen habe ich gesagt. Achso, ja. Okay, ich nehme mich da meine normale Ausrüstung. Also wie gesagt, es ist ein lustiger Trick, wenn euch jemand verfolgt zum Beispiel, könnt ihr auch einfach auf dem Boden eine Haftmine setzen und weglaufen. Und manchmal hat man Glück und der läuft dann da drüber, während er euch verfolgt. Also wenn ihr jemanden seht, schießen, weglaufen und da, wo ihr eben noch gestanden habt, eine Haftmine. Machen wir auch ohne Mine. Ich bilde euch hier zu Guerilla-Kämpfern aus. Dabei war meine bisher best funktionierende Taktik, dem Affenpresser hinterherlaufen. Ich dachte immer, der Kartoffel hinterhergelaufen, das hätte auch gut funktioniert. Ja. Naja, also ich glaube, Kartoffel und Futuro 85 und so, die sind so die krassesten. Der wollte dann ja nicht mehr spielen. Nach unserer Spark-Session. Der Tyrant Nuke, oder wie heißt der? Genau, der auch, ne? Mit dem habe ich noch nicht gespielt, komischerweise. Tyrant Nuke? Okay. Ja, der, ich weiß, dass er Firewall wohl auch sehr mag, aber ich habe den noch nie in der Session erwischt. Keine Ahnung, warum. Und naja, und die anderen Affenpresser, Tammy und Miko und Grader und... Oh Gott, ich kriege die ganzen Namen gar nicht zusammen. Neko und so, die spielen halt auch super viel. Aber Kartoffel und Fitchero sind so die brutalsten. Was machen wir? Ah, so rumlaufen. Sterben. Ich würde erstmal, wir können mal nach oben gehen. Sterben! Es ist immer gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen auch schnell. Wir sind Angreifer, ne? Denkt dran, wir müssen ein bisschen rushen. Firewall-Zugangspunkte auf ihre Geräte hochgeladen. Ah, da ist ein Zugangspunkt. Vielleicht geht ja mal... Nee, wir gehen oben hin. Komm. Bleibt hinter mir. Und sterbt hier. Ja, ich habe den ersten. Oder wir sollten uns vielleicht doch mal aufteilen, dass nicht alle. Ja, wir sind sonst eigentlich mit Zweierteams gegangen. Ja, das ist eigentlich auch besser. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht. Hier ist so ein Ding. Oder hast du das gerade gesetzt? Ich habe es freigeschaltet. Wisst ihr, dieses Ding? Ich sehe niemanden. Das macht mich unruhig. Pass mal auf, lasst uns mal. Durch so ein Zimmer hier gehen. Kommt mal alle hier rein. Ich führe euch in den sicheren Tod immer. Oh scheiße, der Laptop ist nämlich draußen, Leute. Fuck, der steht im freien Feld draußen. So, und da sind auch schon die ersten Leute. Warte. Warte, ich versuche den einen mal ein bisschen zu bekämpfen. Pass auf, ne? Die schießen von unten jetzt. Ah, ich hätte gerne Granate. Und zwar alle. Ja, bei mir. Achtung, Granate. Stehen die alle da unten? Die stehen alle unten. Also, pass mal auf. Zwei von euch könnten vielleicht außenrum gehen. Granate, aua. Lebt noch wer? Ich hätte... Lebt noch wer? Ich hab jetzt Granate. Hallo? Lebt noch wer? Ich bin leider explodiert. Ich hab einen erwischt, aber ich bin leider explodiert. Oh nein. Lebt noch einer von uns? Ich sehe, wo die Granaten hinfliegen. Man sieht die aber auch nicht. Das ist aufgeschossen, ja. Zurückgezogen. Mein Gott, hat's mich jetzt gerissen. Leider. Extra weggerannt von der Granate. Leider arbeiten die auch sehr gut zusammen, ne? Habt ihr gemerkt, zwei haben unten aufgepasst und zwei haben versucht, uns von hinten herum in die Zange zu nehmen. Was gar nicht Not hat, weil die zwei vorne haben uns schon aufgemischt. Ja, wir wollten ja eigentlich gerade durch die Tür raus, aber das hat nicht so geklappt. Aber den einen davon habe ich erschossen. Das hätte beinahe funktioniert. Wäre ich nicht explodiert, dann hätten wir noch ein bisschen was unternehmen können, glaube ich. Eine Mine legen sollen. Ja, habt ihr nicht? Nee, ich wollte es erst. Das hättet ihr machen können, weil ihr braucht die ja nicht mehr später. Echt mal einfach Mine hinter uns legen, da wo wir ins Zimmer gegangen sind. Ne? Mine legen, Tür zu, abwarten. Ist gar nicht so eine blöde Strategie. Ein bisschen fies, aber... Jetzt kommt das Büro. Kann man machen. Ach, ich mag die Granaten lieber. Ich habe ja mittlerweile eine Haftgranate, das ist halt auch ganz cool. Da kannst du halt werfen und wenn du Glück hast, triffst du die Person mit der Granate und dann rennt er vielleicht noch zu seinem Partner und die beide explodieren.
Glückssache. So, ich nehme mal anstatt einen Lärmmacher eine Blendgranate, glaube ich. Im Büro könnte das funktionieren. Und genau. Layla hat Haftminen. Cool. Du ja. Verminst dann den Laptop, ja? Toll. Wie macht man das? Weißt du was? Wir sind ja Verteidiger, ne? Ich hätte natürlich auch einen Jammer mitnehmen können. Schade. Naja. Ja, das stimmt. Ja, das ist voll verpackt. Mit Greis kannst du dich ducken. Ah ja, genau. Und wie macht man die Minen hin? Mit der, also vorne hast du ja auch so zwei Trigger-Tasten, ne? Ja. Ah ja, und, genau. Und mit der oberen davon macht man die Minen. Ah. Das ist jedenfalls das, was... Ja, das kommt doch drauf an, oben machst du die eine und unten machst du das andere, oder? Du hast immer zwei Sachen, genau. Aber die Mine, bild ich mir ein, das oben. Versuch's mal, Leila. Kannst du nicht legen, wie du willst? Ach nee, stimmt. Ist, nein. Guckst, aber versuch's ein bisschen versteckt zu legen, ne? Oh, Granate. Oh. Na toll, jetzt hab ich sie da hingelegt. Sorry. Und dann leg, dann leg ruhig nochmal einer neben eine Tür oder so. Wo ist da eine Tür? Ah, hier. Was? Die Tür oder die andere Tür? Ja, mach ich die. Einfach bleiben auf dem Boden, hier. Zack, fantastisch. Und wir könnten die total verrückte Strategie fahren. Nee, das ist doch bescheuert. Wir können hier nicht drin bleiben, Leute. Die machen uns fertig. Ich weiß es auch nicht. Da hinten durch die Tür, oder? Ich guck mal kurz raus. Wir bleiben hier. Pass mal auf, wir machen die Strategie. Wir probieren es aus, warum nicht? Ach, man hat dann immer zwei an eine Tür, weil hier sind nur zwei Türen. Ja, genau. Bleib mal da. Ich komme gleich wieder. Okay. Ich guck hinten auf die Tür. Ich bin gleich wieder da. Okay. Okay, genau. So. Ist, wir werden alle sterben, aber wir machen es ihnen diesmal ein bisschen schwerer. Pass mal auf, versucht euch mal. Versucht euch mal, genau, ihr steht hier ganz gut, sehr gut. Ich gehe wieder zu Nessie und ich mache von dieser Seite, du von der, dann haben wir eventuell, genau, pass auf, sie kommen, von unserer Tür kommen sie, werfen Granate rein, Achtung. Na, super. Ich brauche Hilfe. Wer denn? Oh fuck, ich auch. Oh, seid ihr tot? Oh. Kannst du uns wiederbeleben? Hier ist keiner. Komm schnell, beleb uns. Mich auch noch schnell, bitte. Ja, geh mal hin, ich mach die Tür. Da ist einer hinter der Tür. Oh nein. Ja. Oh fuck, warum fuck. Tot? Oh scheiße. Oh, Leute, ich hab's auch versaut, tut mir leid. Aber ey, ich finde das trotzdem gut. Wir haben Strategien, wir arbeiten. Das ist nicht mehr so random wie die erste Runde. Wir hätten es beinahe geschafft. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, wie sie eure Tür überrannt haben, Nico und Lea. Bei uns war gar nichts. Was? Sie wollte euch halt wiederbeleben. Ja. Ach so. Ja, weil ich tatsächlich, ich dachte nämlich, bei euch ist alles okay und plötzlich stand einer aus der Richtung hinter mir. Mit dem hatte ich nicht gerechnet. Also ich habe so die ganze Zeit auf die Tür geguckt, bis ich wiederbelebt habe. Aber guck mal. Wie, ich habe einen getötet, wie denn? Das frage ich mich auch gerade. Du hast drei Kills hier bei uns. Und sie hat ein Kill und wer hat uns getötet? Hä? Das ist suspekt. Was? Alter. Wir haben auch, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Was? Hat noch jemand, ist vielleicht jemand in eine Mine reingelaufen? Ach, ich hätte die Mine, die am Laptop lag. Ha, lol. Ohne Scheiß. Alter. Wie haben wir das denn nicht mitgekriegt? Wie verrückt ist das denn? Wir haben gewonnen. Ja, schau, ich bin nämlich jetzt 10. Guck mal, da waren die Minen also 11 fast, meine ich. Ja, wie verrückt ist das denn? Und ich habe 3 Leute umgebracht. Und deine Mine hat den letzten gekillt. Wie geil ist das denn bitte? Sehr gut, sehr gut. Ey, wir sind die Profitruppe. Zack. Ja, ich bin. Aber what the fuck? Und ich noch so, eigentlich hatten wir das ganz gut gemacht. Ich habe nicht mitgekriegt, dass wir gewonnen haben. Ich habe so wenig damit gerechnet, dass ich das gar nicht wahrgenommen habe. Ja. Alle tot, aber wir haben gewonnen. Ist okay, ist okay. Wir können mit dem gewonnenen Geld nichts mehr anfangen, aber hey. Verrückt, was war das denn? Ich habe, der Typ, der mich umgebracht hat, der hat dann offensichtlich noch gelebt und den hat Leilas Mine erwischt. Großartig. Na, der mich erschossen hat, als ich sie aufheben wollte. Da war wahrscheinlich nur noch einer. Tja. Naja, ich hatte noch eine Haftgranate an die Tür geworfen und der von draußen reinkam bei unserer Tür, bei der von mir und Nessie, den hat das wohl erwischt, was ich auch nicht mehr wahrgenommen habe, weil ich mich schnell umgedreht habe, weil dann hinter mir plötzlich einer stand. Da war
war doch aber keine. Bei uns im Raum war keiner drin. Ich bin verwirrt. Doch, da kam einer von hinten. So ein Feind. Ich war doch aber hinter dir, da kann der gar nicht hinter dir kommen. Ach, hör auf, ey. Hör auf. Hör auf mit den Geschichten. Angreifer sind wir. So, pass auf. Wir machen eine krasse Strategie. Mit der rechnen wir nicht. Wir rennen wie die Bescheuerten los. Ja? Und zwar hier lang. Oh nein, ich hasse das Level. Und gleich sind wir wieder alle tot. Ja, und? Ist doch egal. Dafür haben wir Spaß gehabt. Wow, ich habe Geld gefunden. Kommt mit, kommt mit. Seid ihr da? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang gehen. Hier, runter. Das ist cool. Jetzt kommt mal, Mädels. Aus irgendeiner Tür kommt gleich jemand raus. Nee, aus Türen kommen sie erstmal nicht. Das dauert ein Weilchen. Jetzt bleiben wir bei dem Türstock hängen. Ja. Wisst ihr, so, solange ihr euch über sowas freuen könnt. Achtung. Das ist die böse Küche. Da ist schon einer. Ich hab den ersten erschossen. Der ist tot. So. Ich bleib mal bei der Treppe noch. Nee, komm, oh, hier kommen sie aus der Tür. Von der Tür. Geh weg da. Geh weg. Nee, geh nicht rein, verdammt nochmal. Hier hinter uns ist auch einer. Sehr gut, geh weg da. Ich hab eine Mine an den geklebt. Der ist kaputt. Oh, das bist ja du. Achtung, Achtung, Achtung. Ach, scheiße. Kannst du mich wiederbeleben? Schnell, Lela, komm zu mir, komm zu mir. Geh nicht da lang. Lela, geh nicht raus, geh nicht raus, geh nicht raus. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Borat Nico, kannst du mich wiederbeleben? Der andere ist ganz weit weg. Bitte beleb mich wieder. Okay, ich bin tot. Jetzt bist du... Nochmal. Okay. Jetzt rechts. Alles klar. Links wird schon wiederbelebt. Pass auf, ich weiß, wo der Gegner ist. Ist Lela noch am Leben? Nein, ne? Nein, ist gerade tot. Ich bin tot. Okay, okay. Alles klar. Ah, und hier bei mir ist es heil. Alles klar? Ja. Ich habe die Firewall geknackt. Wer ist noch am Leben? Bored Neko? Ich. Sehr gut. Aber ich glaube, die sind jetzt alle tot, gell? Ich glaube, ihr habt alle, ja. Wir haben alle. Wir müssen jetzt nur zum Laptop. Okay, geh zum Laptop und guck mal. Wir müssen nach Jammern suchen jetzt. Oh. Vorsicht. Ah, ja. Oh Gott. Ich hab den Weg freigeräumt. Du kannst jetzt vorgehen. Psst. Jetzt müsst ihr leise sein. Ich muss die Jammer finden. Oh mein Gott, hier piept es überall. Ja. Scheiße, Mine. Fuck. Bei den Töpfen piept es irgendwo. Wo piept es denn? Da oben ist einer. Ach, guck mal, unter der Bank, oder? Ja, genau. Ja, stimmt. Jawohl, da. Und jetzt? Nein, es sind noch mehrere. Jetzt piept nichts mehr. Noch 10 Sekunden. Ich höre nichts mehr piepen. Mach. Ich auch nicht. Seid still. Ich höre was piepen. Fuck. Ah, zu spät. Oh, fuck! Natürlich, sonst wird er ja blau. Hören. Vor allen Dingen, der Jammer hat einen Radius von 5 Metern. Wenn sie richtig gemein sind, gehen sie in den oberen Stockwerk und legen da einen hin. Dann hat man alleine eigentlich kaum noch eine Chance, den zu finden. Oh, schade. Das hätten wir beinahe gekriegt, ey. Puh, nicht schlecht. Dabei habe ich so schön die Mine weggeräumt. Ja, ich bin Level 11. Das nächste Mal räumst du die Minen bitte nicht mit deinem ganzen Körper weg. Die Schweine, ey. Aber ich finde, wir schlagen uns echt fantastisch. Muss ich echt mal sagen. Die haben wir einfach erschossen. So wie sich das gehört. So, Ausrüstung. Jetzt muss ich mal gucken. Ich nehme hier mal so ein Lärmmachtding. Vielleicht hilft das was. Kennt ihr den Level? Den Übungslevel? Ja, ne? Oh, sind wir dann jetzt? Ja. So, und das zwar... Das ist Office Lieblingslevel, gell? Genau. Oder? Da gibt es ja in der Mitte die Treppe und wir könnten eine Strategie fahren, dass zwei von uns so schnell wie möglich zur Treppe rennen. Kennt einer den Weg dahin? Nein. Okay. Nein. Da. Dann... Ach, lass uns einfach überleben. Habt ihr Minen? Minen, nehmt Minen. Ja, es ist zu spät. Ja, ich habe selber verpeilt. Ich habe vor allen Dingen auch wieder nicht den Jammer mitgenommen, ich Idiot. Ich habe es einfach nicht gepeilt. Das ist, ich bin halt echt nicht besonders gut im Spiel. Das ist super. Aber passte gut zu uns. Ich fühle mich so wohl. Nein, das ist natürlich Understatement. Ich bin totaler Pro. Ich vergesse nur immer, das Equipment zu nehmen. Nee, tatsächlich, keine Ahnung. Ich find's einfach nur lustig, dieses Spiel zu spielen. Gewinnen oder verlieren ist mir immer ein bisschen Latte. Es ist nur manchmal so spannend. So, Lela. Also sollen wir jetzt die Treppe finden, oder was? Naja, ja.
Macht mal. Und wenn ihr die Treppe gefunden habt, oder genau, wir gehen mal alle. Lauft mal schnell, ihr müsst euch beeilen, sonst sind sie vor uns auf der Treppe. Pass mal auf, sonst, Nessie. Ja? Ich versuche gerade wie verrückt irgendjemanden hier zu überholen. So, lauft mal, nee, falscher Weg, Entschuldigung. Lauft mir mal nach. Achtung. Hier geht's zur Treppe. Seht ihr mich noch? Ja, ne? Ja. Scheiße, da ist schon jemand, da ist schon, weg da, Nessie, nicht da lang gehen, nicht da lang gehen. Wo sind die denn? Die sind da in dem Gang halt. Achtung, Granate. Geh in. Oh. Wir sind beide tot. Sorry. Ihr seid beide tot? Ja, Granate. Wir sind beide erledigt. Und einer steht oben auf der Reling. Passt auf. Einer steht oben auf diesem Catwalk. Passt mal auf, dass der euch nicht erwischt. Jawohl. Sehr gut. Ihr seid ja Verteidiger. Passt mal auf, hört mal zu. Wo ist der? Der ist oben. Geh da weg. Jetzt kommt einer durch die Tür. Ach, scheiße. Bordnico, bleib da stehen. Mach gar nichts. Es kommt einer. Mach gar nichts. Geh da weg. Mine, geh weg. Renn. Oh. Was? Mine? Ich hab das nicht gehört. Sag mir das Reo. Geh weg, rennen, hast du nicht gehört? Nein, Mine habe ich nicht gehört. Granate war es auch. Entschuldigung. Ich konnte von oben genau sehen, was passiert. Aber zu spät. Wir haben noch eine Chance, dass beide durch Lesers Mine sterben. Kleine Chance. Aber eine Chance. Feinde bei Laptop-Koordinaten entdeckt. Weicheier. Oh, das hat ja nicht so funktioniert. Nee, das hat gar nicht funktioniert. Leider hätte uns die Handgranate nicht ausgenockt, weil ich hatte den einen Typen schon erschossen davon und der andere hat aber eine Granate geworfen. Und ich bin so blöd stehen geblieben und wir sind dann beide explodiert. Dann hätten wir eine gute Chance gehabt. Ich würde wünschen, da wäre so ein blinkendes Zeichen hinter dir, wo die blöde Granate hingeflogen ist. Und das piept ja nicht mal richtig manchmal. Also ich zieh meistens nur einen Kopf an. Du duckst dich im Real Life, ne? Die Granate trifft mich nicht. Augen zu, wenn sie mir nicht sieht, dann passiert mir nichts. Genau. Interessante Strategien. Okay. Na gut, jetzt sind wir wieder Angreifer und zwar in einer großen Halle. Oh, da haben wir angefangen. Ich glaube, wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Ist so. Wir sind Angreifer, wir werden sie überrennen. Seid nicht so pessimistisch. Ja. Tatsächlich, also die einzige Möglichkeit, die ich auch sehe, ist, wie die Bescheuerten unerwartet ganz schnell loszulaufen und alle zu erschießen, die wir sehen. Was anderes weiß ich auch nicht. Weil, das ist immer noch die beste Taktik. Weil die werden im besten Fall, fangen die an, in der Umgebung Jammer zu verstecken, etc., ne? Das stimmt. Und rechnen erstmal nicht damit, dass das in den ersten 30 Sekunden jemand wirklich sofort da ist. So, das Problem ist nur, wenn wir alle erschießen, falls das passieren sollte, dann zählt die Zeit rückwärts und wir haben nur noch eine Minute Zeit, um die Jammer zu finden. Deswegen sagt gerne laut an, wenn ihr jemanden getötet habt. Der Letzte ist nämlich am besten, wenn man den am Leben lässt. Also selbst wenn er angeschossen ist, dass man den verbluten lässt, dann hat man noch mehr Zeit. Ist es nicht ab, wo er angeschossen wird, dass es nur noch eine Minute ist? Also wo er ich glaube, wenn er richtig tot ist. Ich weiß es aber nicht genau. Ich hätte angenommen, wenn er tot ist. Meinst du? Ich bin mir sicher. Wir probieren es aus. Ja, als ob wir bis dahin kommen würden. Aber hey. Utopische Vorstellungen. Naja, man darf doch noch träumen. Wir waren aber schon bis dahin. Wir wissen ja, wie es geht. Nur die genau. Umsetzung hapert's. Ja, die anderen stören uns immer dabei. Genau. Die anderen haben ja auch viel bessere Waffen und alles. Ach, ja. Das ist unfair. Nein, haben sie nicht. Dafür haben wir... das Wissen, dass wir gewinnen wollen eigentlich. Frauenpower. Ja, die... das, Two and a half women. Ich hab von einer Frau leider nur die Schreckhaftigkeit. So. Na, wir sind ja three and a half men. Ach so, Gerd. Was soll das denn? Das ist auch nicht netter. So, Gang. Pass auf,
Wir werden gleich. Ich weiß nicht, in der Mitte würde ich allerdings nicht laufen. Wir werden gleich hier nach links und am Rand wie die Bescheuerten loslaufen. Seid ihr dabei? Wir laufen doch schon. Ich hoffe, das ist auch die richtige Richtung. Ich kann doch gerade nicht hinter mich gucken. Ich bin doch mit Laufen beschäftigt. Achtung, ich gucke. Ich sehe keinen. Wir laufen weiter. Wir werden alle sterben. Wir müssen irgendwie schneller als wir. Seid ihr noch da? Ja, schon. Ich habe 2 Firewall-Zugangspunkte auf ihre Geräte geschickt. Okay, Leute. Seid ihr da? Ihr seid nicht hinter mir. Ja. Warum seid ihr nicht hinter mir? Ihr habt euch verteilt. Das ist tödlich. Ihr dürft euch nicht verteilen. dann entriegel wenigstens mal die Firewall, wenn du schon da stehst. Okay, egal. Ich war ja schon da. Ich sehe einen Laserpointer auf mich. Pass auf. So, also, den Überraschungsmoment haben wir versaut. Das hat nicht geklappt. Ja. Aber... Laptop-Koordinaten sind auf ihren Geräten. Bleibt am besten mal da, wo ihr seid gerade. Hier links von uns sind Leute. Borit, pass auf. Da ist irgendeiner, der gerade eine Granate reingeworfen hat. Ja, ich möchte gerne meine Granate nicht werfen. Ich weiß aber nicht, was ich machen muss. Ich halte das Ding. Warte, ich guck mal hier vorsichtig. Ah, da oben sehe ich einen. Okay. Das bin ich. Also, kommt mal da, wo ich bin. Könnt ihr mich sehen? Wo ist er denn? Ach, hier ist er. Ich versuche jetzt nämlich von der anderen Seite des Saales. Sie haben sich nämlich, wie erwartet, oben verschanzt. Ich sehe hier einen Laser. Ja. Achtung. Schießt ihr oder schießt jemand anders? Nein. Ach, scheiße, da ist... Von oben schießt einer. Pass auf. Oh, nein. Oh, fuck. Ach, scheiße. Kann einer zu uns kommen und uns beleben? Ja. Relativ zügig, wenn es geht. Ihr habt zu spät. Okay. Die stehen an beiden Toren und schießen auf uns. Vielleicht könnt ihr noch Lela erwecken. Nee, mach lass es. Ich bin schon bei... Achso, okay. Mach schnell. Eine Granate. Achtung, lauft da schnell weg. Lauft schnell da weg. pass auf. Versucht mal hier durchs mittlere Tor zu rushen. Da ist zwar einer mit einem grünen Laser, den kann man sehen. Oh nein. Lela, schnell. Nessie ist tot. Ja, der ist jetzt hier hinter. Pass auf, der kommt. Oh, scheiße. Genau, er ist jetzt zwischen dir und Borit von hinten. Also, du kannst ihn von hinten erschießen. Oh. Jetzt kannst du ihn von hinten... Nein, andere Richtung. Oh, scheiße. Wer kann wen von hinten erschießen? Tut mir leid. Ich bin so hektisch. Borit, der Typ, der jetzt uns alle umgebracht hat, kommt jetzt auf dich zu. Er ist jetzt rechts von dir. Und hinter dir ist auch einer. Ganz viele kommen zu dir. Lauf einfach weg und lass eine Granate. Oder? Lass eine Mine auf dem Boden und lauf weg. Ich hab keine Minen mehr. Schiete. Ist keiner. Doch, die sind da alle. Ich sehe sie sogar. Das ist super. Einer kommt jetzt von dem Tor, wo, von da aus sie uns erschossen haben. Ja, jetzt kommt er genau da raus. Ja. Töte auch. Nein, ich hab doch auf dich geschossen. Werf dich mit Äpfeln. Sandro hat dich erschossen. Was für ein blöder Name, ey. Wer heißt denn Sandro? Was, Sauron? Genau. Okay, pass auf, Kinder. Wisst ihr, warum das nicht geklappt hat? Warum? Weil ihr nicht hinter mir hergelaufen seid. Nee, ich war hinter dir. Nee, tut mir echt leid. Der Überraschungsmoment, wir wollten in den dritten Raum rushen und ihr seid im zweiten Raum, habt ihr euch verteilt. Warum auch immer. Okay. Warst du nicht der Erste, der tot war, Mo? Ja, weil ich dann stehen geblieben bin, auf euch gewartet habe und den Überraschungsmoment versaut habe. Es tut mir echt leid, aber das wäre eine Chance gewesen. Die können alle besser schießen als wir. Sie haben mehr Taktik. Das Einzige, was wir machen können, ist sie irgendwie überraschen. Okay, ich nehme jetzt den Jammer mit. Fuck. Ich glaube, raschen funktioniert bei uns nicht so. Ich glaube, da kommt eher von hinten besser. Wir hätten auf jeden Fall eine andere Chance gehabt, als es jetzt war, weil als ich an der Tür vorne war, war da noch keiner. Nur weil ich auf euch gewartet habe. Ich war hinter dir. Hast du mich nicht gesehen? Doch, ich hab dich gesehen, aber die anderen sind da irgendwie im Raum rumgefluppen. Ja, Lela hat sich erstmal die Ecke da hinter dem Container angeguckt. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin mit hinterher gelaufen. Ich hab die Firewall deaktiviert. Ja, solltest du nicht. Das meine ich doch. Wir machen eine Taktik, mit denen sie nicht rechnen. Sie wissen, dass wir die Firewall deaktivieren müssen. Also gehen wir erstmal nach vorne und da schießen alle. Warum nicht? Du hast aber dann gesagt,
Wenn du schon da hinten bist, dann deaktiviere die Firewall. Weil es da schon zu spät war. Alles da, deine Schuld. Da waren wir ja schon seit 5 Minuten in dem Schuld. Raum. Ja, Leylas Schuld, ich nicht, auf keinen Fall. Na gut. So, ich habe einen Jammer, den werde ich verteilen. Wenn jemand eine Mine hat, dann Mine. Tut euch keinen Zwang an. Wir haben alle Mine, ne? Pass mal auf, ich versuche aber mal Folgendes, richtig crazy. Ich werde aus dem Raum rennen und versuchen, den Jammer ein Stockwerk da drunter oder so anzubringen. Ich weiß nicht, ob das geht. Na, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Nee, das ist zu weit, dafür kenne ich den nicht gut genug. Dann weiß ich auch nicht so richtig, dann versuche ich es da oben irgendwo. Das ist gar nicht der Jammer, was ich hier habe. Ich glaube, ich werfe jetzt einen Lärmmacher. Feinde haben sie identifiziert und bewegen sich auf sich. Firewall ist kompromittiert. Feinde haben die Laptop-Koordinaten und werden bald okay. sein. Hä? Ach, jetzt hast du wieder zugemacht. Ja. Ich hab's wieder zugemacht, weil... Fuck. Ich hab übrigens, das ist der dritte Jammer in meinem Leben oder so, den ich anbringe. Ich bin leider... Ach, nicht besonders gut da drin. Warum ist die Tür hier offen? Ich weiß auch nicht. Ich hab die offen gelassen. Meine Schuld. Oh Mann, ey. Das ist ja ein tolles Versteck. Wir werden alle sterben und sie werden den Laptop entriegeln. Okay, wir haben 2 Türen und 2 Teams. Ich bleibe hier mit Bordnick an der einen, ihr an der anderen. Versucht mal möglichst flach an der Wand zu bleiben. Das erhöht eure Chancen. Ihr seid immer noch sehr gut sichtbar, wenn Leute reinkommen. Dann gucken wir mal. Flach an der Wand? Naja, weißt schon. Nee, nicht so schräg, sondern eher eine Scholle, bitte. Eine Scholle. Okay. Ich höre Schritte hier. Ich höre Schritte neben mir. Pass auf, sie kommen. Nein. Das doch, doch. Bitte nicht. Da sind sie. Da sind sie. Oh. Hier ist eine Mine gerade reingeflogen. Wie geht das? Ist eure Tür offen? Ja, die andere Tür ist offen. Die sagen wieder nicht. Erzählt uns doch sowas. Erzählt doch drüber, ey. Abort? Oh, ja. Fuck. Ja, ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich umkomme. Oh! Pass auf, pass auf. Ne, Bord ist tot. Da bin ich weggeflogen. Ich weiß, dass einer neben meiner Tür ist. Oh, mich hat's auch erwischt. Scheiße. Bleib da stehen. Er schießt alle, die reinkommen. Jetzt, jetzt. Er schießt, genau. Sehr gut, sehr gut. Weiter erschießen, tötet ihn. Fantastisch. Leylas, komm schnell zu mir und wiederbeleben mich. Nessie, pass auf die Tür auf. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schneller, schneller, viel schneller. Nessie, bleib da stehen. Fantastisch. Von hinten aus müsste jemand kommen. Okay. Jetzt hinter euch, Mo, hinter dir, Mo, ist einer draußen. Was war das denn? Links von Nessie, das war meine Mine. Zwei hatte jemand. Ah, fuck. Leylas, links neben dir, ich sterbe. Schnell, belebe mich. Dankeschön. Oh, shit. Guck mal jetzt hier die Tür zu. Das sind, glaube ich, nur noch die 2. Fuck, fuck, fuck. Ich wurde angeschossen. Fuck. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich bin auch so schlecht. Fuck you. Oh nein! Messi, ich erschieß sie! Erschieß sie! Ist noch einer im Leben? Wieso 2? Ja, ich. Ja, Messi noch! Messi, töte sie bitte! Aber wenn ich jetzt bewege, bin ich auch tot! Ja, ich weiß! Mach nichts, sie müssen ja zu dir kommen, entspann dich! Ich sehe sie! Oh nein! Ich sehe sie. Ah, fuck. Ja, der hat eine Blendgranate geschmissen, Mensch. Ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. Oh, ich hab doch, aber ich hab doch den Sender versteckt. Wir haben versteckt. Noch Granaten, wir haben noch. Ja, 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 ja. Du meinst hier Minen. Warum sehe ich das? Oh. Wir hätten ruhig mal eine Mine treten können. Ja, die Schweine. Aber die eine Mine hat einen umgebracht. Ich hatte meine am Laptop gelegt, aber ich glaube, da ist keiner. Eieieiei, was für eine Aufregung. So, ich glaube, wir spielen jetzt fast eine Stunde. Ich muss gleich mal die Aufnahme anhalten. Ui, schau her, guck das an. Was denn? Das waren meine Minen. Echt jetzt? Ah, 3 von 2. Ja. Cool. Ich bin Spezialist. Sehr gut. Nicht schlecht. Leylas hat hier, ey, 3 Kills und 2 Revives. Puh. Ja, dich habe ich 2-mal wiederbelebt. Aber klar, ich sterbe ja auch am meisten und am schnellsten. So nach dem Spiel speichere ich mal das Recording ab, aber Zeit habe ich dann noch ein bisschen. Puh, aber ich finde, Leute, wir machen das gar nicht so schlecht. Ich finde schon, da geht was. So, wenn ich nicht sofort immer sterben werde,
würde, dann hätten wir durchaus manchmal Chancen. Stirbst. So, pass auf, ich würde nochmal vorschlagen, dass wir die verrückte Rush-Geschichte machen. Das bedeutet, wir rennen wie die Bescheuerten. Und das ist das Einzige, was wir tun, zum anderen Ende des Levels, auf einer Seite, zum Beispiel auf der rechten. Wie gesagt, im direkten Kampf sind wir immer schlechter, deswegen würde ich es gerne mit so einem Überraschungsding versuchen. Was meint ihr dazu? Dass diesmal klappt. Das klappt. Wir müssen halt nur da sein, ne? Wir dürfen nicht anhalten und ein bisschen in der Gegend rumgucken, auch wenn es schöne Schaufenster gibt. Wir laufen, ist okay. Sehr gut, sehr gut. Lass es uns versuchen. Ich meine, wir können nur verlieren. High Heels aus? High Heels aus, genau. Sehr gut, sehr guter Einwand. Scheiße, wo sind wir? Hilfe, was ist das? Okay, pass auf, wir rennen gleich wie die Bescheuerten auf der rechten Seite lang. Da ist nämlich, da gehen wir dann so durch so eine Tür. Firewall an einem Zugangspunkt knacken, Laptop finden und manuell für meinen Hack aktivieren. Ich wünschte, man könnte schneller laufen. Scheiß die Wand an. Du bist sowieso schneller wie mir. Ja. Warum? Ja, ja, achso, ja, ich habe das schnell. Sorry. So, seid ihr da? Ja. Ja. Okay, okay. Nein. Okay, komm. Guck mal, hier steht schon der erste. Scheiße, ey, die haben mit uns gerechnet, die Schweine. Ich habe ihn erschossen, aber unser Überraschungsmoment ist dahin. Hä, habe ich zwei geschossen? Komisch. Ja, du hast zwei erschossen. Okay, pass auf, dann gehen wir jetzt wieder weg. Das, nicht den Weg versperren. Beziehungsweise, wir können es aufteilen. Zwei da lang oder so. Was denkt ihr? Ja, dann gehen wir hier lang. Okay, Lela, bleib mal bei mir und Nessie und Dingsen gehen woanders lang. Dingsen? Es tut mir leid, ich... Oh, fuck, hier ist schon einer neben der Tür, pass auf. Erschieß den. Lela, mach den alle und beleb mich dann wieder. Sehr gut. Oh nein! X, drück X. Da kommt wieder einer. Fuck! Oh, fuck. Ich sterbe mal als Erster, das ist grotesk. Lela, rechts von dir war der, aber du bist angeditscht, ne? Ja. Scheiße. Fuck, ey. Wir waren Sekunden zu spät. Sollen pass wir mal auf, zu den Punkten? Ihr müsst jetzt zu den gelben Punkten, ihr seid vollkommen dann falsch. Müssen wir zurück? Zu den gelben Punkten, Leute. Messi, du musst zurück. Du musst ja, ja, ich weiß. Ihr seid vollkommen falsch. Komm mit. Nessie ist ja direkt gegenüber von einem gelben Punkt, den müsst ihr deaktivieren. Boret, du sicherst einfach nach hinten, während Nessie diese Firewall aktiviert. Okay. Genau, super. Irgendwas kommt von Kampf und jetzt wieder da hinten lang. Komm mal hier in den Zaun rein. Nee, jetzt müsst ihr nämlich. Jetzt müsst ihr dahin, wo ihr gerade hin wolltet. Das ist doch oben. Genau, genau. Aber seid vorsichtig, die hocken da rum. Ja, pass auf, aber ich vielleicht geht ihr links rum oder in so einen Kram. Oh, ich sehe einen, verdammt! Ich auch, aber das ist wieder der Sandboden. Dann geht hinten rum, geht links rum. Ja, der hat schon gesehen, dass wir links rum gehen. Echt jetzt? Dann geht nicht links rum. Eigentlich sollten wir rechts rum gehen, aber ich glaube, wie viele sind denn noch da? Zwei. Der Schlimmste ist auf jeden Fall immer noch da. Seid ihr sicher, dass es nicht doch drei sind? Ich guck mal durch den Level. Du hast zwei erschossen. Echt jetzt? Ja. Ja, darüber habe ich mich auch gewundert. Okay, also Sandro steht hier oben. Den müsst ihr auf jeden Fall töten. Wir versuchen nicht zu gewinnen, wir versuchen nur Sandro zu töten. Ich sehe sie beide. Okay, es ist perfekt, pass auf. Ihr verteilt, ihr geht von hinten durch. Und zwar müsst ihr euch beeilen, weil die anderen kriegen auch Tipps, wo ihr seid. Versteht ihr? Ihr müsst schnell laufen. Ihr steht nur rum, ne? Okay. Die stehen nicht rum. Pass mal auf, Bordnego, du bist woanders lang gelaufen. Ihr dürft euch auch... Ja, okay, ihr macht was Okayisches. Ihr müsst nur aufpassen. Sandro, guckt genau in eure Richtung. Wenn ihr jetzt beide... Achtung, nee, jetzt ist... Nessie, wenn du jetzt rauskommst und schießt, dann jetzt schießen. Und weglaufen. Okay, nee. Nein. Ja, hätte klappen können. Ey. Vor allen Dingen Sandro. Komm schon, jemand mit so einem Namen. Der darf nicht gewinnen. Ja. Sandro. Ja. Weißt du? Verdammt nochmal. Werbung für Facebook. Wieso das denn? Der heißt Sandro FB. Oh mein Gott. Ach Gott, der Sandro. Ich wünschte, wir hätten an unserer Session nochmal hier, weil ich muss jetzt abspeichern, die PlayStation speichert nur eine Stunde und ich muss abspeichern, bevor der automatisch aufhört. Ich wünschte, wir hätten noch mit einem Sieg enden können. So, also Leute, das war die Mädelsrunde mit Bord Nico, Lela und Nessie und Motensine.
Ich speichere jetzt mal ab. Ja, wir werden das sicher nochmal wiederholen und dann werden wir sie alle killen, das nächste Mal. Ja? Genau. Genau. Sowieso. Also, sagt mal Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ja, cool. Habt ihr Spaß trotzdem? Ja, klar. Siehste, darum geht's. Bumm, ich werde jetzt zu einer schwarzen Dame. Zack. Und jetzt werden wir...